Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Parkitect, meine lieben Freunde. Es geht wieder weiter hier in Adventure Island, meine Lieben. Ja, wir haben in der letzten Folge einiges eröffnet, unter anderem unsere Kinderachterbahn, unseren Topscan und natürlich unseren Drop Tower. Also einiges jetzt hier los in unserem wunderbaren Park und wir haben die 200 Besucher auch geknackt. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier trotz der ganzen Ausgaben für Fahrgeschäfte derzeit irgendwie Geld machen und das versuchen wir natürlich. Ich weiß nicht, irgendwie hört sich Adventure Island so an, als würden die Leute hier eher auf rasantere Fahrten stehen. Gibt's das eigentlich hier? Geld ausgegeben, 16 Inventar, Erlebnisse. Nicht sicher, ob es diese Bewertung gibt, wie viel bevorzugte Intensität, mittel bis sehr hoch. Gibt es da einen Durchschnittswert? Gäste, Illusion. Ja. Die Illusion, die können wir natürlich hier noch verbessern. Könnte sowieso jetzt mal ein bisschen was machen. Wir brauchen Buchsbaumhecken. Groß. Freunde. Gott, wo war denn das? Blumen. Felsen. Zäune. Da ist sie doch. Was war nochmal die Anzeige, wo die das sehen? Ist das die? Schon, ne? Aber das ist ja jetzt hier grün. Das ist ja schon mal ganz gut eigentlich. Da ist die Illusion dann natürlich einigermaßen perfekt. Was gibt es denn für Requisiten? Ach du Jemine, den Wasserfall. Das ist halt wieder dieses ganze Standardgelöt hier. Mann, Flieger hin. Flieger. Warum kann ich den nicht bauen? Weil ich kein Geld habe, okay. Na gut. Ja, der Regen ist natürlich. Regen ist natürlich nicht gut. Aber wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz letztlich, was den Park angeht und die Warteschlangen. Ich überlege gerade, bringt es was, die Warteschlangen zu überdachen? Na gut, das war nur ein kurzer Regen, alles gut. Aber das würde mich natürlich mal interessieren. Die haben tatsächlich hier hinten immer noch Waren. Ich habe keine Ahnung, also die müssen natürlich hier den normalen Weg benutzen. Ich habe noch keinen mit einer Kiste hier rumrennen sehen. Aber solange alle Waren haben, werde ich jetzt auch keine Pfleger, wollte ich schon sagen. Keine Träger einstellen, das ist in Ordnung. So, aber wir müssen jetzt mal gerade gucken, wie es denn aussieht generell. Hat dieser Park keine Pausenräume für die Mitarbeiter? What? Das fragen sich die Gäste? So viel zahlen sie nicht für Twister. Der Twister ist zu teuer. 5? Leute. Letztes Angebot. Runter gegen mich. Pausenräume? Wir haben doch... Habe ich keinen Pausenraum? Ja, dann sollten wir einen bauen. Aber ich will noch gerade den G-Lock. Wir produzieren gerade den G-Lock. Ehe ich jetzt hier einen Kredit aufnehme. Es müssen auf jeden Fall deutlich mehr Leute in den Park. Also für 500 ist der locker gemacht. Also es ist noch sehr, sehr viel Platz überall. Was mich wundert, ist hier ein bisschen die Durchflussrate von dieser Achterbahn.
muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso fährt denn hier nur einer auf der ganzen Strecke? Das ist doch... Kann ich das nicht ändern? Zwei von drei Zügen sind hier nur drauf. Warum? Die haben hier irgendwas mit den Blockbremsen gemacht, oder? Ist das hier eine Blockbremse? Ja, hallo. Wo sehe ich denn bitte, was das hier ist? Warte mal, die Bahn ist ja an sich vollkommen legitim. Aber jetzt ist natürlich die Frage, haben die das hier Zugeinstellungen? Drei Züge. Warum können hier nur drei Züge rein? Pass auf. Ich habe das Gefühl, dass das hier Blockbremsen waren. Zumindest die hinteren. Oh, jetzt habe ich kein Geld. Geh mir doch nicht auf den Sack. Okay, wir müssen jetzt Kredit aufnehmen, sonst kriege ich das hier nicht fertig. So, aber ich will hier... Den will ich nochmal weg haben und da kommt ein Fotodings hin. Die Fotos verkaufen. Ist da jetzt ein Fotoding? Ach du Jemini, was ist denn das? Damit habe ich ja noch nie gearbeitet. So. Funktioniert das jetzt? Ich meine, das Ding schwebt gerade, ja, das weiß ich. Das können wir ja noch ändern. Aber funktioniert das jetzt? Ich mache jetzt erstmal grün. Wir machen hier erstmal 18. So, jetzt sind da nur noch zwei Wagen. Warum denn das? Was soll denn das? Freunde, das ist ein bisschen nervig jetzt. Warum können hier nur zwei verdammte Wagen drauf fahren? Das kann doch nicht wahr sein. Soll jetzt doch die Blockbremse hier wieder hinmachen, oder was? Nervig. Wir hauen jetzt hier die Geschwindigkeit raus. So. Okay, nochmal auf. Jetzt müssten es drei Wagen sein, ja. Was kosten die Fotos? Wo, das stand doch hier auch irgendwo. Da. Hier. So. Okay, rauf mit euch. Aber ganz schnell. So, Forschung. G-Lock ist gerade fertig, aber ich will jetzt hier nochmal auf Achterbahn schwenken. Oder nee, eine Wasserbahn brauchen wir. Warte mal. Wasserfahrgeschäfte, so.
So, was ist G-Lock? Und Kettenkarussell wollten wir noch bauen. G-Lock? Ah, der. Okay. Ja, der bringt auch Geld. Schön G-Lock hier. 57. So, der G-Lock, der kriegt hier mal eine rötlichere Farbe. So. Okay. So, der ist auf. Oh, der geht ja sogar richtig über Kopf hier. Das ist ja ein krasses Teil. Müssen wir mal gucken, ob 57 nicht ein bisschen zu billig ist. Was sagen sie denn hier? Sie möchten damit fahren. Ja, die ist halt nicht so intensiv, ne? Also das mit den Fotos scheint zumindest zu funktionieren. Ja, Leute, ich lasse das jetzt. Ich mache das jetzt weg. Also ich mache, dass das nicht mehr schwebt. Wie? Nein, ich brauche ein Flachdach. Entschuldigung, da musste ich mal gerade niesen. Ich brauche eine Wand, aber nehmen wir dann das? Passt nicht so, ne? Das ist ja hier eher hölzern alles. Ja, vielleicht. Warum drehst du dich nicht? Ach so, hier ist wieder Leertaste, ja. Okay. Ist super geil geworden, oder? Das ist doch schön. Da freue ich mich. So, okay. Die Forschung läuft. Wir haben jetzt nur noch 4.000. Also, wir machen noch nicht so richtig Gewinn hier. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gut, die Forschung kostet natürlich massig. Wir können mal gerade gucken. Also, Forschung ist auf jeden Fall das, was uns hier das Genick bricht. Krass, ey. Ich zahle mehr Wartungskosten als Mitarbeiterkosten. Das ist krass. Aber okay. Ja, wir brauchen halt neue Leute hier im Park. Oder mehr auch vor allen Dingen. Wir müssen halt Achterbahnen erforschen jetzt. Wieso sind die denn nur zu 28% zufrieden? Was ist denn das? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich würde ja eigentlich ganz gerne das hier alles blocken. Abreißen kann ich es ja wahrscheinlich nicht, oder? Den könnte ich abreißen. Weil hier hinten, das dauert zu lange. Kann ich das abreißen? Ja. Hier gehen die Leute hin. Ja. Kann ich das hier mal bitte anklicken? Hallo? Hier gehen die Leute hin und es ist einfach meilenweit weg. Und das ist nicht gut. Aber wieso kann ich das hier nicht anklicken? Freunde. Das nicht anklicken.
Was ist das denn? Okay, warte. So. Und jetzt reißen wir gleich den Weg da ab. Die müssten jetzt eigentlich hier alle... ich weiß nicht, ob ich diesen Aufzug hier wieder hinbauen kann. Irgendwann, da sind noch Leute oben. Die kommen jetzt nicht mehr runter, oder was? Oh no. Kann ich diesen Aufzug in der Theorie hier wieder hinbauen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon. Alter, da sind jetzt Leute da oben. Wie kommen die denn da wieder raus? Die machen mir sonst meine Bewertung kaputt. Sheesh. Gibt's hier Schilder, die sagen, da ist kein Durchgang? Gibt's das? Wir hätten es anders machen sollen. Wir hätten das erst machen sollen. Kein Zutritt für Gäste. So. Das heißt, da kommen jetzt schon mal keine neuen Leute rein. Das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal gut. Aber... ich muss diesen Turm da nochmal hinbauen, glaube ich. Um die Leute da wieder rauszuholen. Cheat! So wahrscheinlich, ne? Wo war denn jetzt der Ein- und der Ausgang, ist jetzt die Frage. So, funktioniert das jetzt? Benötigt zusätzliche Eingänge. Ach so, hier oben auch nochmal, oder was? Was ist denn das da? Ist das... steht das? Nicht, dass ich das verstehe. So, oder was? Könnt ihr jetzt da gerade mal rausgehen wieder? Oh, ein Glück haben wir das nochmal abgewendet hier. Ihr hättet mir die ganze Scheiße versaut. So, runter mit euch. Ich lasse den jetzt mal da, oder? Den, ja, wobei, eigentlich auch sinnlos. Krieg ich jetzt Geld wieder? Ja. Okay, weg, der ist weg. So, jetzt müssen wir hier noch sagen, hier ist auch kein Zutritt für Hausmeisterträger, für niemanden einfach. So. Kein Durchgang. Okay. Das heißt, die sind jetzt hier fixiert, ja, auf unseren Hauptpark. Und das ist auch besser so. Dieser lange Weg ist Schwachsinn. Zu viel Müll. Leute. Ach so, und der Pausenraum, den haben wir ja auch noch nicht. Vandalismus, Müll. Ja, wir müssen unsere Mitarbeiter, kommen die, kommt der Bus. Wir müssen die Mitarbeiter jetzt mal ein bisschen hier, hervorheben. So, also, wir brauchen einen Pausenraum. Der kommt dahin. Und wir brauchen einen Schulungsraum. Der kommt direkt daneben. So. Mitarbeiterweg.
Hab ich hier... Kann ich hier Terra-Tool machen? Nervt mich nämlich hier ein bisschen. So. Okay, jetzt haben die einen Pausenraum und einen Schulungsraum. Und wir brauchen noch weitere Hausmeister. Einstellen. Und auch nochmal einen Sicherheitsbeauftragten einstellen. So. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Und schon ist das Geld wieder weg. Wie sieht's hier aus? Wasserfahrgeschäfte. Status keine Forschung verfügbar. Was ist das denn? Okay. Dann macht Achterbahn wegen mir. Krass, es gibt keine Wasserbahn hier in dem Szenario offenbar. Was natürlich blöde ist. Ein Freifallturm, Leute. Ernsthaft? Ihr habt einen Freifallturm erfunden? Brauche ich nicht. Naja, okay. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffe ich, dass das hier alles ein bisschen besser läuft. Noch läuft hier gar nichts gut, möchte ich sagen. Naja, wir werden sehen. Ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Pakitekt. Freut euch drauf. Ciao, ciao.